Das Sparschwein. John Thomas, warum schmeißt du dein Geld weg? Ich schmeiße es nicht weg, ich lagere es. Das ist ein Sparschwein. Oh, noch eine Münze. Ich mag seine Schnauze nicht. Dieses Schwein scheint mir sehr verdächtig. Bist du sicher, dass dein Geld bei ihm sicher ist? Keine Sorge. Was auch immer ich in meine Bank hier werfe, kommt nicht wieder raus. Aus diesem Sparschwein kommt kein Cent. Du geiziges Schweinchen! Komm schon, Nolik. Simka muss dir doch erklärt haben, wie Banken funktionieren. Menschen haben Sparschweine erfunden, weil sie nach einem guten Ort suchten, ihre Münzen zu sparen. Um viel Geld zu sparen, nutzen Menschen einen Safe. Ein großer Briefkasten mit einem sehr starken Verschluss. Diese Art, Sparschwein aufzubrechen, ist fast unmöglich. Die größten Tresore sind in Banken. Banken nutzen sie, um das Geld und andere Wertgegenstände ihrer Kunden zu lagern. In Banken gibt es sogar ganze Räume, die Tresore sind. Ihr braucht ziemlich viel Kleingeld, um solche Sparschweinchen zu füllen. Also warum sparst du so viel Geld? Für Rollschuhe. Wie viel musst du noch dafür sparen? Ich weiß nicht. Ich sehe ja nicht, ob genug zusammen ist. Dann mach es doch auf! Aber das geht nicht so leicht. Der einzige Weg ist, es komplett zu zerschlagen. Also zerschlag es! Nee, vergiss es. Wo soll ich denn dann mein Geld lagern? Und was, wenn du schon genug für Rollschuhe hast? Und was, wenn nicht? Alles klar, dann werde ich dein Geld für dich zählen. Tisch! Oh, wow! John Thomas, du hast ein Vermögen hier drin! Es gibt viele verschiedene Arten von Geld. Und nicht nur Münzen. Vor langer Zeit bezahlten die Menschen mit Muscheln. Und Eichhörnchenfell. Und sogar mit Federn. Aber natürlich sind Metallmünzen viel praktischer als diese anderen Dinge. Und Papiergeld ist sogar noch praktischer als Münzen. Ein Geldschein kann so viel wert sein wie 100 Münzen. Oder sogar 1000. Das Einzige, was hinzugefügt werden muss, sind ein paar Nullen. Und das war's. Heutzutage können Menschen fast alles ohne Papierscheine oder Münzen bezahlen. Hat man genug Geld in der Bank, kann man in den Laden gehen, dem Verkäufer die Bankkarte geben und den Einkauf mit nach Hause nehmen, ohne mit Geld in Berührung zu kommen. Die Bank weiß, wie viel Geld man ausgegeben hat und sie geben es an den Laden weiter. Es ist so praktisch. Also, zählst du sie? Los geht's! Eine Münze und zwei Münzen. Warte, Nolik. Wieso eine Münze, zwei Münzen? Was zählst du da? Du musst alle Ziffern auf den Münzen zusammenzählen. Ha, das hättest du gleich sagen können. Das kriege ich ja nie hin. Ja, hatte ich mir schon gedacht. Komm wieder raus. Wenn du die Münzen stapelst, sind sie wie Treppen. Das versuche ich gerade. Warum drehst du das Sparschwein nicht um? Halte durch. Stopp! Ich werde begraben. Stell es wieder hin, wie eben. Das ist schlimmer. Stell das Schwein wieder hin. Nolik, halt durch, bitte. Ich hole einen Faden und stecke ihn durch zu dir. Was? Zerschlag das Sparschwein! Aber ich mag es! Na und? Mich magst du nicht? Natürlich mag ich dich! Na, wen magst du lieber? Du bist doch mein Freund, oder nicht? Natürlich! Dann zerschlag das Sparschwein, ja gut? Okay, Nolik. Ich werde es tun.
Nolik, ist alles okay? Mir geht's gut. Puh. Danke, Tom Thomas. Danke, mein Freund. Kein Problem. Wenigstens kannst du jetzt zählen, wie viel Geld du hast. Ach, es gibt keinen Grund dazu. Es reicht niemals für Rollschuhe. Sicher? Wie schade. Aber jetzt hast du ja mehr als genug Geld, um ein Sparschweinchen zu kaufen, das brandneu ist.